Ja, hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportkaschemme. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, obwohl ich vorweg erstmal eine ganz, ganz traurige und bittere Nachricht habe. Ja, ich habe soeben vernommen, dass unser ehemaliger FC-Spieler und eigentlich auch Legende Heinz Simmet im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Ja, Heinz Simmet ist 1967 von Rot-Weiß Essen zum FC gewechselt. Wuchte mit dem FC, das waren noch erfolgreiche Zeiten, dreimal Pokalsieger und einmal sogar Doublesieger unter Trainer Weisweiler. Er hat den heutigen Rekord noch immer. Er hat 259 Spiele in Folge für den FC abgeliefert. Ja, 259 Spiele on Block. Das ist noch heutiger Rekord. Also, sowas wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Und insgesamt, da streiten sich die Geister, 476 Pflichtspiele oder 477 Pflichtspiele für den FC abgeliefert und ja, war eine zuverlässige Kraft, damals auch bekannt als Wasserträger von Wolfgang Oberath. Er hat mehr oder weniger die schmutzige Arbeit, die auf dem Platz verrichtet werden muss, damit andere glänzen können, hat er zu 100% absolviert. Und wie gesagt, er absolvierte insgesamt 477 Pflichtspiele, wird vom FC-Spielern nur von Wolfgang Oberath und Schumacher, die jeweils 542 Spiele absolviert haben, und Lid Barsky und Hennes Lühr mit 504, ja, übertroffen. Aber 259 Spiele in Serie, das ist mir jetzt auch erst bewusst geworden, wo ich das gelesen habe. Und das ist eigentlich eine, ja, ist eine sensationelle Leistung. In den Spielen für den FC konnte er insgesamt 49 Tore erzielen. Und ich erinnere mich so leicht immer gerne dran in der Kölner Radrennbahn, was da dann immer los war. Da gingen nur knapp 28.000 Zuschauer, so habe ich es in Erinnerung rein. Aber die Stimmung war damals schon immer sensationell. Ja, lieber Heinz, wir werden dich nie vergessen und danken dir noch für deine Leistungen, die du beim FC abgeliefert hast. Du warst immer ein sehr, sehr zuverlässiger Spieler, auf den man sich verlassen konnte und hast auch immer deine Leistungen gezeigt. Ich habe hier mal was rausgesucht. Ich hoffe, ich kann euch das etwas näher bringen, damit ihr das mal seht. Unten, ja, rechts bzw. links ist auch der Heinz nach dem Pokalsieg. Ja, ich hoffe, das könnt ihr euch hier dann mal näher ranzoomen. Und ja, wie gesagt, dann könnt ihr euch das mal mehr oder weniger reinziehen. Ja, es ist natürlich so, dass die jüngeren Zuschauer, denen wird Heinz Simmet nichts mehr sagen. Ich denke, das ist nun mal eben so. Und heutzutage ist das eh noch anders. Ich bin ja auch mehr oder weniger nach 1954 geboren, wo wir Weltmeister wurden. Aber die Spieler wie Fritz Walter, Ottmar Walter, Toni Turek oder Liebig und wie sie alle heißen, Helmut Rahn natürlich nicht zu vergessen, ist mir natürlich auch noch ein Klingel im Ohr, obwohl ich da zu der Zeit auch noch lange, lange nicht auf der Welt war. Ja, lieber Heinz, wie gesagt, wir werden dich nie vergessen und wünschen deiner Familie ja alles, alles Gute im weiteren Leben. Ich denke, wenn so ein Mann verstirbt, und ich gehe mal stark von aus, dass auch da Samstag gegen Frankfurt um 18:30 Uhr eine Gedenkminute eingeführt wird, beziehungsweise dass die Mannschaft mit Trauerflor aufläuft, das erwarte ich ganz einfach. Und ja, was anderes kann ich mir auch nicht vorstellen, denn auch solche Spieler, auch wenn es schon lange, lange her ist, sollte man nie vergessen, es war eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Und ja, mit ihm oder gerade wegen ihm, ja, lieber Heinz, wir werden dich nie vergessen. Ja, zur Tagesordnung, der FC hat sich überraschenderweise, kann man ja gar nicht sagen, sondern hat sich lange, lange abgezeichnet. Kaderbach wechselt zum HSV. Es ist eine ganz klare Win-Win-Situation. Wir sparen etwas an Gehalt. Wir werden ihm noch eine Abfindung zahlen müssen. Ja, und eventuell gibt es auch noch eine Bonuszahlung für den FC, insofern der HSV ja aufsteigen sollte. Und ich denke mal, das ist der richtige Weg. Es bringt keinem was, wenn Kaderbach da in der U21 rumgestolpert wäre. Das bringt keinem was. Und wir sparen dann eben halt etwas an Gehalt. Ja, Justin Diehl scheint erkrankt zu sein. Was Näheres kann ich euch leider nicht mitteilen. Und die drei Langzeitverletzten, Selke, Ut und Waldschmidt, befinden sich im Reha-Training.
Ja, ist schon mal eine halbwegs positive Nachricht vor dem Spiel am Samstag gegen die Frankfurter Eintracht, wo wir dann auch ja nach Möglichkeit 3 Punkte einfahren müssen. So deutlich muss man es sagen, wir müssen 3 Punkte liefern am Samstag um 18.30 Uhr. Natürlich vor voller Hütte wieder. Und vorweg möchte ich dann mal meine Bundesliga-Ergebnisse mitteilen. Auf das Spiel Frankfurt bzw. Frankfurt in Köln komme ich dann 1 oder 2 Tage später und dann sage ich euch auch meinen Tipp zu diesem Spiel. Jetzt erstmal die anderen Ergebnisse, so wie ich es einschätze. Heidenheim bereits Freitagabend gegen den BVB. Ja, der BVB wird sich böse umgucken in Heidenheim. Das wird nicht einfach. Trotz alledem traue ich dem Dortmundern 3:1 sich zu. Am Samstag um 15.30 Uhr zur gewohnten Zeit haben wir dann Mainz gegen Werder Bremen. Mein Tipp 2:1, obwohl ich es gerne hätte, wenn es 1:2 ausgehen würde, aus den uns allen bekannten Gründen. Logisch. Bochum erwartet Augsburg, die werden sich an der Gastrupper Straße mit 2:2 trennen. Darmstadt 98 erwartet die Pillen aus Leverkusen, die ja gegen Gladbach kein Tor erzielen konnten. Aber ich denke mal, in Darmstadt müsste es wieder laufen. Mein Tipp ist 1:4. Freiburg erwartet Stuttgart. Stuttgart ja jetzt wieder im Flow. Trotz alledem, die Freiburger haben da jetzt auch etwas Druck. Streich wird die Jungs schon frisch machen. Deswegen denke ich, es ist ja auch ein kleines Derby. Freiburg-Stuttgart, mein Tipp, 2:0. Die Bayern erwarten Gladbach. Ja, die Gladbacher mit riesen Glück aus Leverkusen mit einem Punkt gekommen und ja, kein Tor gefangen. Aber gegen die Bayern, denke ich mal, wird es nichts geben. Bayern-Gladbach, mein Tipp, 4:0. Dann Samstagabend das Spitzenspiel Köln gegen Frankfurt 18.30 Uhr. Mein Tipp im späteren Video, was dann morgen oder übermorgen kommt. Dann haben wir Sonntag Wolfsburg gegen Hoffenheim. Mein Tipp 1:1. Ja, die Wolfsburger haben sich hier nun schwer getan gegen uns. Nein, muss man sagen. Es wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen mit etwas mehr Spielglück oder Handelfmeter oder kein Elfmeter. Trotz alledem denke ich mal, Wolfsburg-Hoffenheim 1:1. Hoffenheim ja dann unser Gegner am übernächsten Wochenende. Und RB Leipzig gegen Union Berlin dann Sonntag spät um mein Tipp 3:1 für Leipzig. Die Leipziger müssen die Kurve bekommen. Und ja, Union darf uns nicht ganz enteilen. Ihr wisst alle um die Tabellensituation. Es ist klar, hat man viel schwarz gemalt, aber man hat dann wieder nach so einem Spiel in Wolfsburg ein bisschen Optimismus geschöpft. Und ich sage das immer wieder, solange alles möglich ist, rechnerisch vor allen Dingen, brauchen wir die Flinte nicht ins Korn werfen. Ja gut, ich spekuliere da immer so ungern. Man stelle sich nur vor, das geht so aus, wie ich mir das alle wünsche. Ja, es wird natürlich dauern bis zum letzten, vorletzten Spieltag, denke ich mal. Da wird sich das entscheiden. Steigst du ab oder belegst du mit Glück sogar noch Platz 15 oder musst du in die Relegation? Ja, da müssen wir uns alle mal überraschen lassen. Ich denke mal, es war am Samstag eine Leistung, auf der wir aufbauen können und auch müssen, egal wie auch immer. Und ja, da darf Samstag kein Grashalm mehr gerade stehen. Da muss mit aller Macht und Gewalt, natürlich auch mit bisschen Hirn, die 3 Punkte in Köln bleiben. Und dann sieht das alles schon wieder viel, viel freundlicher aus. Ja gut, ihr könnt gerne kommentieren, auch die Eltern, die Heinz Simmet noch spielen sehen haben. Oder auch, wer meine Tipps gerne kommentieren möchte, könnt ihr gerne tun. Dann möchte ich mich jetzt erstmal auf dem Wege verabschieden. Wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Es ist ja die Hälfte rum von der Woche. Ja. Und ich sage immer, den Rest der Woche kriegen wir auch noch rum und dann freuen wir uns auf Freitagabend, da geht es schon los mit Bundesliga und Samstag dann natürlich auch und auch Sonntag, denn Fußball, ja, macht Spaß, ganz einfach, spielen oder zugucken. Ja, das war's von meiner Seite, wie gesagt, ihr könnt es gerne kommentieren, könnt auch gerne mal ein Däumchen nach oben machen, freut mich, bis dahin sage ich Tschüss, euer Olli, ciao.